Was uns mit Rerik verbindet, ist in erster Linie die Natur. Aber auch der Mensch hat hier seine Spuren hinterlassen, die wie i-Tüpfelchen dem Gesamten erst einen Zivilisationstouch verleihen. Wenn es Abend wird und die tiefstehende Sonne mit ihren letzten Strahlen die zahlreichen Boote an den Anlegern in ein goldgelbes Licht taucht, verspürt man sie wieder. Die Kraft der Natur. Die Kraft, die uns Menschen anzieht wie ein Magnet. Die hier noch vorhandenen Reste der Seebrücke haben in diesem Moment überhaupt keinen Einfluss auf unser Empfinden. Vielleicht ein wenig. Das ins goldene Abendlicht getauchte Panorama des Ufers zu genießen. Wenn die Sonne sich langsam dem Horizont nähert, wird der Himmel zu einer Leinwand aus lebhaften Farben. Die tiefen warmen Töne spiegeln sich im Wasser wider und schaffen eine harmonische Verbindung zwischen Himmel und Erde. Dann zieht es uns magisch an den Strand. Entspannt spaziert man entlang der Küste, während die Wellen an den Strand plätschern. Die goldenen Strahlen der untergehenden Sonne kitzeln die Haut und verleihen der Umgebung einen warmen Glanz. Es ist der perfekte Moment, um innezuhalten, tief durchzuatmen und die Schönheit des Augenblicks zu genießen. Hier standen sie noch, die letzten Zeugen des zu Ende gehenden Sommers. Strandkörbe hinter der Düne, auf dem breiten feinsandigen Strand am Wustroer Hals, dem Land zwischen Haff und Meer. Dem Land, das auch im Winter für perfekte Lichtstimmungen bei Sonnenuntergängen sorgt. Am Haff kehrt Ruhe ein. Eine Zeit, die nun bis zum nächsten Sommer den Wasservögeln und Naturliebhabern vorbehalten bleibt.